Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Risen 3 Titanlords. Das müsste inzwischen Folge 28 sein. Und Eldrick schleicht sich schon mal von hinten ran. Wir befinden uns hier gerade noch an der Zitadelle der Dämonenjäger und haben hier von Eldrick diverse Aufträge bekommen und sollen hier verschiedene Dämonenjäger zusammensuchen, die sich auf der Insel verstreut aufhalten. Ja, ich muss mich ein bisschen orientieren. Das letzte Mal ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Und genau, das letzte Mal ist schon eine Weile her, denn ich habe inzwischen Zeit, oder wir haben in der Zwischenzeit uns noch ein bisschen mit der Technik auseinandergesetzt hier. Das heißt, wir haben ein neues Aufnahmeprogramm, Renderprogramm, was auch immer, am Laufen. Sony Vegas Movie Studio, ein bisschen Einarbeitungszeit ist erforderlich. Dann haben wir da noch ein bisschen generell an dem Video Overlays gearbeitet. Also es wird auf alle Fälle noch ein bisschen was geben in nächster Zeit. Auch die Homepage ist fast fertig. Ja, ich weiß, habe ich schon vor einer Woche gesagt oder so, dass sie fast fertig ist, aber es gab halt leider ein paar kleine Schwierigkeiten. Und nichtsdestotrotz ist aber jetzt fast soweit, dass es beendet ist, ja, mit der, die Arbeiten an der Homepage. Und ja, man wird die auf alle Fälle demnächst, zu sehen bekommen. So, beim letzten Mal wollte ich noch mit Drake reden, den habe ich ja nicht gefunden. Weil wir wollen ja noch wissen, was mit Burke los ist. Der, ja, etwas komische Kauz oben, der nicht alle Latten am Zaun hat. Was ist mit Burke los? Hör mir mit dem auf. Wir brauchen hier jede Klinge und der Typ gibt nur noch einen sabbernden Staubfänger ab. Ich sag dir, ein Dämonenjäger in dem Zustand ist alles andere als hilfreich. Was ist passiert? Na, was weiß ich denn? Er wird wohl kaum gegen eine Wand gelaufen sein. Gut möglich, dass er mit Dingen experimentiert hat, von denen man besser die Finger lässt. Was für Dinge sollen das sein? Magie oder irgendein Kräutersud. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum er plötzlich seinen Verstand verloren hat. Auf jeden Fall muss eine Lösung für das Problem gefunden werden. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal unten am Strand südwestlich von hier umsehen. Du weißt schon, unterhalb unserer Zitadelle. Dahin hat er sich immer verzogen, wenn ihm die Luft zu dick wurde. Vielleicht liegt dort ja die Antwort für seinen Zustand begraben. Ja, da werden wir auf alle Fälle nochmal uns umschauen. Aber zuerst wollte ich nochmal ins Questbuch gucken, was denn da so los ist. So. Was haben wir denn hier? Ach genau, den Schatz am Strand von Kalador. Da hatten wir ja im Fischerdorf schon Hinweise dazu gefunden. Und den würde ich jetzt einfach mal erledigen, denn das ist hier unten irgendwo. Glaube ich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wird es auch einfach nicht angezeigt, aber jedenfalls hieß es, das wäre unten auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Ja, offensichtlich. Oh, ich bin ja blind. Kann auch sein. Ach, da hinten. Alles klar. Das ist ja ein Stück weit weg. Das müsste in etwa da sein, wo wir den verrückten Magier getroffen haben. Na gut. So, Bones, du kommst gleich mal wieder mit. Komm mit. Klar. Denn wer weiß, was uns für Getier über den Weg läuft. Und ja, ein bisschen Hilfe von Bones wäre da sicherlich nicht verkehrt. Ja, ich denke mal, heute wird es nicht ganz so textlastig werden wie die letzten Folgen. Wir haben jetzt erstmal eine Menge an Aufgaben bekommen. Also im Fischerdorf haben wir ein bisschen was bekommen. Einiges haben wir davon schon erledigt. Und auch in der Zitadelle der Dämonenjäger haben wir. Was ist da los? Ah ja. Genau, in der Zitadelle der Dämonenjäger haben wir ja noch einige Quests bekommen. Und jetzt können wir uns halt wirklich daran machen, auch mal ein bisschen hier Licht ins Dunkel zu bringen. Und vor allen Dingen haben wir noch den Auftrag, den wichtigen Auftrag, im Westen der Insel, so einen Schattenlord oder Schattenfürsten oder irgendwas zu töten. Also das hat uns Eldrick gesagt, dass da sich einer aufhält und das werden wir auf alle Fälle demnächst angehen. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es eine ganze Ecke schwieriger ist. Was ist hier los? Ist am Leben? Ah ja. Okay, also die Gegner, die hatte ich ja alle schon getötet und jetzt, ja,
bewegen sie sich trotzdem noch und fallen halt einfach mal um. So. Ah, alles klar, hier ist das X für den Schatz. Dann graben wir mal und schauen mal, was dort verborgen ist. Eine Schatztruhe. Irgendwas Sinnvolles? Bauplan für Feueropal. Alle Anweisungen und Zutaten zum Herstellen eines Feueropals. Der macht genau was? Na gut. Also zumindest schon mal ein bisschen Gold. Und ein bisschen Krempel zum Verkaufen. Kann man ja schon mal mitnehmen. Gut, aber hier unten gibt es halt nichts weiter. Dann können wir jetzt direkt zur Zitadelle zurückgehen. Beziehungsweise, ich muss mal kurz gucken, wo es hier hochgeht. Na, ich gehe mal kurz zum Schiff zurück, denn das geht halt schneller. Von dort aus zum Strand und dann können wir Richtung Zitadelle hochlaufen, denn wir hatten ja, als wir... wie hieß er denn? Der uns mitgenommen hat? Nate oder so? Haben wir ja nicht so viel erforscht hier. Denn wir haben ja größtenteils alles außen vor gelassen. Wir haben uns ja beeilt, dann hinterher zu kommen. Deswegen können wir uns dann ein bisschen umschauen. Wer schnarcht hier? Ach, alles klar. Die schnarchen auch. Ist ja interessant. Hier wieder schön daneben schlägt. Das ist eigentlich Bones, habe ich den schon vergessen? Oh, uncool. Bones, hallo? Ja, ich glaube, ich habe Bones schon wieder irgendwo vergessen. Oh, komm mit. Komm mit. Sicher. Jetzt bleibst du auch gefälligst an meiner Seite. Dann wird deine Essensration gekürzt hier. Ohne Wasser und Brot, halbe Ration. Volles Stück. Wer bist du? Ich bin dir schon gesprochen. Hey, was machst du da? Was? Wer? Ich? Nichts. Klar, du plünderst diese Gräber, das sehe ich doch. Ach komm schon, die brauchen den Kram doch eh nicht mehr, hm? Jetzt sag bloß, du hast so etwas noch nie gemacht. Nö, habe ich nicht. Nein, ich beraube keine Toten. Tatsächlich nicht? Nun, das ehrt dich. Ich für meinen Teil bin im Auftrag der Magier auf der Suche nach Wissen und Magie. Wenn ich genug zusammen habe, handele ich auch mit der hiesigen Bevölkerung. Du kommst gar nicht von Kalador? Nein, ich bin Wächter aus Taranis. Na klar, wer es glaubt, ne? Wenn er genug zusammen hat, würde er sich verpissen. Ist mir egal, wer du bist. Du lässt deine Finger von den Gräbern. Schon gut. Ich will keinen Stress. Ich wollte sowieso noch woanders hin. Kannst du mir was verkaufen? Nein, ich habe nicht genug Sachen gefunden, um zu handeln. Was weißt du über die Magier? Sie beherrschen die stärkste Form der Magie in unseren Sphären. Stärker als dieser Voodoo-Hokuspokus. Und mächtiger als Runen. Und natürlich sind da noch wir Wächter. Wenn es einen Weg gibt, eines Tages die Titanen zu bezwingen, werden die Magier ihn sicher finden. Wenn du wahre Magie lernen willst, solltest du dich uns anschließen und nach Taranis gehen. Irgendwie traue ich dem hier nicht über den Weg. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich die Gräber eigentlich plündern? Offensichtlich nicht. Schade. Ja, natürlich habe ich schon Gräber geplündert und Tote ausgeraubt und was auch immer. Das muss ich mir aber nicht auf die Nase binden. Dann kommt er mir noch zuvor und klaut mir den ganzen Loot. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet, ne? So. Mal ein bisschen hier die Gegend erkunden.
Denn man findet hier tatsächlich ja doch abseits der Wege auch öfter mal noch was. Muss ich öfter mal auf die Karte schauen, nicht, dass ich mich aber laufe. Das hier oben ist, glaube ich, die Taverne oder sowas, wo ich auch nochmal hin soll. Denn dort befinden sich auch noch Leute. Ich könnte mal die Quest aktivieren mit den Dämonjägern, die ich finden soll. Okay. Was muss ich da jetzt machen? Der läuft da. Muss ich natürlich erstmal finden. Ah, hier war das. Alles klar. Gut. Auf der Karte markieren. So, dann habe ich jetzt hier Markierungen auf der Karte, die Dämonenjäger anzeigen, die auf der Insel verstreut sind. Also sind hier 5 Stück, glaube ich, sehe ich hier gerade. Ja, gut, also hier befinden sich welche an der Taverne. Und hier oben, keine Ahnung, was es ist, werde ich auch noch hinkommen. Aber es dauert noch eine Ecke. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ja, so eine Nacktkatze hier. Rohes Fleisch, lecker Ratte zum Frühstück. Brot. Das liegt hier bestimmt auch schon eine Weile rum und gammelt vor sich hin. Schmeckt dann gleich nochmal so gut. So, da ist die Zitadelle. Den Weg kenne ich allerdings schon und wir haben ja hier noch so ein bisschen was zu erforschen. Ja, bei uns machen wir was. Das ging schnell. Nein, nicht runterfallen. Mann, was soll denn das? Was Tolles zum Looten. So Goldbeutel oder sowas. Hätte ja was. Hallo, Stein. Hat sich doch schon gelohnt. Schwerer Goldsack. Wir sollten uns wieder trennen. Nein! Ja. Quatsch nicht. Komm mit. Sicher. Ja, einmal hier zu viel gedrückt und schon will er sich gleich verpissen. Nee, nee. Schleichen wir uns hier lang. Ich habe da irgendwo gerade nach Viecher gehört. Wer weiß, wo die rumspringen. Da ist ein Scaven. Oh, ein Gürtel hier. Okay, Gürtel hier ist nicht gefährlich, aber wahrscheinlich wird es gleich wieder im Heldentod sterben, weil es zufälligerweise in mein Schwert reinrennt. Die Schildkröten können ja schon ein leidiges Lied von singen. Hallo? Jo, fliegende Ratten und so, ne? Hey, lass mir auch noch was übrig! Genau. Jetzt reicht's aber langsam mal. Das ging schnell.
Ja, das Schiff da hinten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch eine Quest bekommen, irgendwie uns ein neues Schiff zu organisieren. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Schiff dort überhaupt, ja, geeignet ist, um es zu übernehmen. Oh, hier war ich schon mal. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oh, ich hasse Spinnen. Ich glaube, das hatte ich schon ungefähr 50 Mal erwähnt. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Mann. Scheiß Spinnen, hast du richtig erfasst hier. Drecksspinnen. Also am Strand gehen wir gleich. Mal gehen wir hier hoch. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ist ja noch eine Riesenspinne hier oder was? Abspinne. Danke bei uns. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Muss irgendwo ein Nest sein. Ich hasse Insekten. Ein Schleichweg in den Bergen. Das ist ein ominöses hier. Sehr ominös. Egal, bringt alles Gold. Mir völlig egal, wer hier am Beten war oder was auch immer. So. Okay, kommt jetzt das Gold her? Goldsack, ja. Jagdhorn. Bringen wir alles Gold hier. Kann man gut verscherbeln. Nee, kann man nicht einsammeln, die Pflanze. Schade, schade. Hier noch Gold. Mann. Entschuldigung, Bones. Ich will nicht die ganze Zeit mit dir reden. Bist eigentlich nur zum Töten da. Oh, was für ein toller Anblick. Wunderschön. Ja, und mit diesem tollen Anblick verabschiede ich mich auch schon mal wieder für diese Episode. Leider nicht ganz so viel geschafft, wie ich es mir vorgenommen hatte, aber das kommt ja sicherlich noch demnächst. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Gerne könnt ihr auch wieder Kommentare hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao.